Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 92. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wir haben noch eine einzige kleine Sache zu tun, dann ist die Scheune komplett fertig. Und ich kann es nicht fassen, es hat ewig gedauert. Wie immer. Jetzt sind wir wirklich im allerletzten Zug. Wir müssen nur noch da oben diese ganz kleine Lücke füllen. Und dann haben wir's. Dann sind wir erlöst. Zack. Hier war ich mir auch nicht sicher, ob das richtig geplaced ist bei der anderen Seite, wo wir das gemacht haben, aber auf jeden Fall ist es richtig. So. Eventuell machen wir den noch. Dann brauche ich natürlich wieder noch eine. Ja doch, wir machen das. Das sieht cool aus. Habt ihr gedacht, ich springe runter, ne? Habt ihr auch recht. Oh Mann, Alter. Ich wünschte, man müsste nicht immer direkt vier machen. Ich brauche eine, nicht vier. Das wäre zwar cleverer gewesen, das direkt abzubauen. Aber wir sind ja hier nicht für clever. Wir sind ja hier, um Spaß zu haben. Das grenzt sich zwar jetzt nicht zwingend aus, aber... Gut. Okay. Dann haben wir das hier also auch. Das ist doch schön. Tut ja auch mal Zeit. Die Scheune hat ja wirklich jetzt lang gedauert. Sag mal so, ich bin auch echt froh, dass die jetzt endlich fertig ist. Weil, sieht schon cool aus. Hat schon was. Vielleicht die kleine Ecke da nicht so. Tag. Durch diesen Wald an. Die Baumschule funktioniert gut. So viel Holz brauche ich gar nicht. Aber im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ein geschenktes Holz empfange ich mit Stolz. Was war das? Ich weiß es nicht. Okay. Ja, wir müssen jetzt auch nicht alles abbauen. Von den Bäumen. Unser kleiner Wald, der wächst und gedeiht. Das finde ich sehr schön. Irgendwann müssen wir vielleicht auch mal anfangen, dieses Lager zu benutzen tatsächlich. Da wären auch Kürbisse gewesen. Naja, jetzt ist es auch egal. Wenn ihr mich gerade fragt, wir haben vor 2 Folgen ein Golem gebaut. Dafür braucht man Kürbis. Und ich wusste nicht genau, wo einer ist. Aber ich habe einen gefunden, aber halt woanders. Hier ist noch Kohle. Zu wissen. Die nehmen wir mal mit. Wir nehmen auch mal wieder einen Eimer mit, weil mich nervt es, dass ich nie einen Eimer dabei habe. Und eine Glocke. Weil, jetzt passt auf, wir haben ein neues Gebäude und ihr wisst, was das heißt. Jedes Gebäude, ich hoffe, ihr wisst, was das heißt. Jedes Gebäude bei mir kriegt eine Glocke. Ich glaube, das Verzauberungshaus hat vielleicht keine. Oder? Nee. Das heißt, irgendwann müssen wir noch eine Glocke finden. Nicht! Du kleines, blödes Arschloch. Reißt er uns hier ein Loch rein in unsere Märchenwelt? Und siehe da, die Erde reicht mal wieder nicht. Wer hätte es gedacht? Gut, dann haben wir noch ein anderes Projekt für die Folge. Ich hätte mit dem Bogen machen sollen, denn wäre nichts passiert. Naja, gut. Kann man im Nachhinein immer leichter sagen. So. Bam. Tada. Irgendwie fände ich auch cool, wenn wir hier Wasser reinmachen würden. Nicht, weil es irgendeine Funktion hat, sondern weil es gut aussieht. So, pass auf. Jetzt kommen wieder Verschönerungen. Jetzt, wo das Haus steht, können wir auch wieder verschönern. Wir haben irgendwo hier noch Smooth Stone. Sammelt sich ein. So. Das heißt, wir werden jetzt einmal Kobbel backen. Und dann werden wir den, glaube ich... Müssen wir den dann nochmal... Ja, ne, wir müssen den dann nochmal backen. Backstein nennt man das auch, Kappa.
Und dann machen wir die komplette Umrandung damit. Mit diesem Stein. Und das sieht dann, glaube ich, ziemlich cool aus. In der Zeit kann ich mir schon mal von irgendwo Wasser holen. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen mal eine unendliche Wasserquelle, aber eigentlich ist das nicht so. Weiß nicht, warum ich das Wasser da jetzt schon reinsetze, aber einfach, damit wir das schon mal haben. Und wir nicht nichts tun, während wir auf den Stein im Ofen warten. So. Wie viel haben wir schon? 5. Dann packen wir hier mal direkt die rein. Okay. Da kommt doch jetzt dieses Smooth Stone raus, oder? Habe ich jetzt was komplett verwechselt. Ich glaube schon. Zack. Einen haben wir. 2 haben wir. Lass mich doch da raus. Blöde Tür. Hau ich weg, das Ding. Die sind eigentlich auch verschwendet. Also wenn ich da jetzt Erde hinmache, das fällt auch niemandem auf. Ne? Sag ich mal so. Okay. Und mit der Erde und da hinten ja noch was auszubessern. Wenn ich mal eben hier den Rest von dem Loch pflücken. Flicken, nicht pflücken. Füllen. Ich habe füllen und flicken zu pflücken gemacht. Aber leider gibt es pflücken schon. Und wir machen den doch wieder da vorne hin. Ich finde geil in Minecraft, man macht sich einfach selber seine Aufgaben. So in anderen Spielen, du hast immer irgendwie so festgelegte Sachen, die du dann und dann machen musst, weil sonst das und das passiert. Aber wenn du hier 5 Tage lang einfach nur deine Schweine und Schafe vermehrst, dann hast du halt einfach sehr viele Schweine und Schafe und nicht irgendwie andere Probleme. So. Du kannst halt hier einfach machen, was du willst. Das ist geil. So, noch 2 und 9, das heißt noch 11. Das sind 7. Dann sind das jetzt 9, das heißt noch 2. Dann koche ich mal eben irgendwie hier ein paar Raw Chickens in der Resthitze. Okay, die können wir schon wieder nehmen. Damit können wir das hier schon pflücken, ne? Ihr wisst Bescheid. Und dann machen wir mal wieder das Wasser da schon hin. Jetzt können wir, glaube ich, alles machen. Ja, können wir. Einen noch. Dann haben wir so ein ganz kleines Wasserfeature. Das bringt uns nichts, aber es sieht irgendwie schön aus. So, die kommt dann halt weg. Und zwar dahin. Und die kommt weg. Und zwar dahin. Und dann haben wir so einen ganz kleinen Brunnen. Ist auch schön. Hallo. Mein Gott, die Tür und ich sind heute auf keinem guten. Ja. Wie nennt man's? Wir haben heute kein gutes Verhältnis zueinander. Wir sind heute auf Kriegsfuß. Hunger. Also in echt. Ich habe ja nur ein Ei gegessen. Weil ich noch nicht mehr Hunger hatte. Aber jetzt ist halt auch schon 4:30. Und so langsam habe ich dann doch Hunger. Das Ei war auch nicht lecker. Es war viel zu flüssig. Ich mag mehr so, wenn die ein bisschen härter sind. Jetzt nicht komplett hart gekocht, aber so mittel halt. Und heute war es leider eher roh. Nicht ganz, aber fast. Das fand ich nicht so schön. Haben wir hier noch so eine Poppy? Ich würde die Poppy gerne noch irgendwo hin tun. Dahin. Einfach komplett blind, wenn du da in die Sonne guckst. Das sieht doch schön aus. Eventuell hätte ich auch Bock, wenn da so ein Wasserfall rauskommt, aber nee, die Glocke ist besser. Okay. Können wir schon schlafen gehen? Das wäre gut. Hier ist alles fertig, ne? Kohle,
Wollen wir aber eigentlich mal in die Öfen tun, weil wofür brauchen. Nee. Wir machen es anders. Wir machen halben Stack da, halben Stack da. Und dann machen wir mehr Sticks. Und dann machen wir hier komplett Fackeln raus. Und wir gehen nicht schlafen, weil wir hier mal jetzt ausleuchten. Weil das kann man nachts deutlich besser sehen. Logischerweise. Wo dunkel ist, wenn alles dunkel ist. Weil ich habe keinen Bock, dass hier immer irgendwelche Creeper oder was in der Nähe von unserem Weg sind. Und dann, wenn wir da einmal vorbeilaufen, es immer Bumm macht und ich immer flicken kann. Deswegen leuchte ich das jetzt einmal aus. Dann haben wir es. Dann müssen wir uns darum auch keine Sorgen mehr machen. Hier ist nämlich komplett dunkel. Hier ist auch relativ dunkel. Generell sieht es auch einfach schöner aus, vor allem mit dem Shader. Wenn alles irgendwie ausgeleuchtet ist. Guck, da ist schon wieder so ein... Ey, nicht das Pferd hier. Wir sind zwar keine Pferdefreunde, aber du musst trotzdem nicht unschuldige Pferde treten. Abschießen. Treffen, wollte ich eigentlich sagen. Hat nicht ganz geklappt. Mal hier ausleuchten. Hier haben wir damals mal Stein geholt. In einer der allerersten Folgen. Ist ja ewig her. November. Ist eigentlich nicht ewig her, aber ist schon ein bisschen, her. So, alles ausleuchten. Extra so viel Fackeln gemacht. Sieht einfach geiler aus. Natürlich hätte ich gern irgendwas, was schöner aussieht als Fackeln. Diese Lanterns finde ich zum Beispiel mega schön. Ich weiß nicht, wie man die macht. Wo kommt denn jetzt hier noch ein Zombie? Bruder, was bist du denn so pingelig? Hier ist doch alles ausgeleuchtet, Mann. Spast. Hm. Hier ist auch relativ okay. Aber wenn man hier überall Lanterns hätte, wäre halt auch nicht schön. Also es liegt halt auch nicht komplett nur an den Fackeln. Ich habe aus meinem Fehler gelernt. Ich jiete ihn diesmal direkt weg. Und wie ihr seht, müssen wir hier noch einiges ausleuchten. Level 25! Weil sobald hier immer noch, solange hier immer noch Besuch ist, haben wir nicht genug ausgeleuchtet. Ich will, wie gesagt, vor ein, zwei Folgen hier die komplette Ebene ausgeleuchtet haben. Damit vor allem keine Creeper kommen. Creeper sind scheiße. Machen wir mal erstmal hier vom Rand. Also sagen wir mal bis hier. Den ganzen Rest dahin, der juckt mich jetzt auch nicht. Aber hier so die Sachen hätte ich schon gerne alle ausgeleuchtet. Findet ihr den Rhythmus? Der war schon cool, oder? Die Potato! Schön. Alter, Die Potato ist ja auch uralt, oder? Ewig nicht gehört. Oder gesagt. Selber. Okay, wir haben tatsächlich zu wenige Fackeln. Das hätte ich nicht gedacht. Zum Glück haben wir noch viel Kohle. Das heißt, ich kann noch ein paar machen. Aber das hätte ich nicht gedacht. Machen wir mal noch einen Stack. Gehen direkt wieder raus, weil noch ist dunkel. Hier noch ein paar hin. Dass wir nicht nur am Weg direkt ausgeleuchtet haben, sondern auch einen Ticken weiter weg. So, hier noch eine hin, hier noch eine hin, hier noch eine hin, hier noch eine hin. Und dann da vorne den Bereich noch und dann sollten wir es aber haben. Aber guck mal, wie viel hier immer noch spawnt. Das ist ja der Hammer. Ja, Timer, ich weiß. Stellt euch vor, ich wäre jetzt dadurch einfach gestorben. Also natürlich geht jetzt nicht, weil meine Rüstung zu gut ist. Aber stellt euch vor, durch sowas, wo ich jetzt einfach nicht hingeguckt habe und hier nur so ein paar Fackeln geplaced habe, wäre jetzt der erste Tod gekommen. Da wäre ich aber sauer gewesen. Da hätte ich, glaube ich, aber auch aufgehört und nicht noch eine Folge aufgenommen. Weil eine muss ich heute noch.
Alter. Das ist doch größer, als ich dachte hier. Wie viele? Hä? Als ob hier eine Hexe ist. Wir haben eine Hexe zu Besuch. Hexe, du kannst einfach nur gehen. Als ob hier eine Hexe spawnt. Also wenn das kein Grund ist, hier auszuleuchten, dann weiß ich selber nicht. Und du auch. So. Nur hier noch hin. Gar nicht nah ranlassen, komm. Rankommen lassen. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Ich hasse die, weil du die nie triffst. Hallo. Mein Gott. Ich glaube, du könntest full Netherite sein. Und ein Baby-Zombie kommt und der könnte dich immer noch weghauen. Weil du die einfach nicht triffst. So, das ist jetzt nochmal ein Fackelmeer, oder? So. Ich stelle mich jetzt genau hier hin. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne dem Video einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Jeden Tag kommt das hier. Zweimal die Woche Rocket League. Und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner...